Heute möchte ich gemeinsam mit dir die 20 meistverkauften Parfums der ganzen Welt miteinander vergleichen und auf einer Rankingliste ranken. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und vor einiger Zeit habe ich ja schon mal genau dasselbe Video gemacht zu einem anderen Thema. Die Reaktionen darauf waren eigentlich relativ positiv. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich genau das Format einfach mal wieder mache. Und deswegen stehe ich jetzt hier mit meinem Laptop natürlich und heute ranken wir einfach mal die 20 meistverkauften Parfums der ganzen Welt. Das Ganze war gar nicht so einfach rauszufinden, was jetzt wirklich meistverkauft ist. Es geht ja auch um weltweit und ich habe einfach mal ChatGPT gefragt, ob da mir das Programm aushelfen kann. Und es kamen 20 Parfums raus. Natürlich, zur Wahrheit gehört auch, niemand kennt wirklich die Verkaufszahlen von den Düften. Aber ich glaube, anhand der ganzen Erwähnung im Internet, der Verkaufszahlen, die auch online teilweise fragmentiert zu finden sind, ist das schon relativ zuverlässig. Und ich glaube auch, die meisten Düfte, die auf der Liste heute drauf sind, da werden die meisten von euch sagen, ja, das sind auf jeden Fall die meistverkauften Düfte der Welt. Anfangen möchte ich mit dem ersten und das ist der Terre d'Hermès aus dem Hause Hermès. Haha, wenn der Name schon direkt im Namen steht, ich muss für mich persönlich sagen, dass ich Terre d'Hermès ganz lange wirklich unterm Radar hatte, mir den mittlerweile so vor, ich hätte mal so einen Monat gekauft habe und den mittlerweile gefühlt jede Woche mindestens einmal trage, weil ich ihn einfach so gut finde. Ich glaube nicht, dass in, ich nenne es mal jetzt, ein Meisterwerk ist, also ne, ihr seht schon die Kategorien D bis S, S ist natürlich das Beste, S das D das Schlimmste oder Schlechteste, in Anführungszeichen. Die Farben sind, glaube ich, ein bisschen switched around. Ich muss das Tool noch ein bisschen lernen, ne, ihr seht schon. Ich glaube, ich würde es persönlich auf die A-Ranking-Liste setzen. Ich liebe den Duft, wirklich, ich trage den öfter als kaum einen anderen Duft, aber ihm fehlt, also ich will nicht sagen, ihm fehlt so ein bisschen der Alleinstellungsmerkmal, aber ihm fehlt so ein bisschen dieser Bang irgendwie hinten dran. Er ist halt sehr luftig, sehr leicht, sehr frisch. Und ich glaube, dass wenn man diesen Duft an Menschen riecht, passiert es einfach ganz schnell, dass es halt alles sein könnte. Das macht den Duft nicht schlechter. Ich will nur sagen, das hat halt nicht diesen Bang auf einmal irgendwie mit drin. Der nächste, das ist der Le Mal. Das ist auch einer, das war mein erstes YouTube-Video, ich erinnere mich gerade noch dran. Und Le Mal, das ist auch ein Duft, den ich dementsprechend schon ewig habe. Ist ein uralter Klassiker, falls man so sagen möchte. Und ich glaube, Le Male hat einfach die Fähigkeit, die Stärke, dass er einfach für jeden universell einsetzbar ist. Und gerade jetzt auch im Frühling, kommenden Sommer, ist es, glaube ich, auch ein Duft, der wieder sehr gut, sehr viel getragen werden kann. Ich glaube, auch ich werde ihn wieder entstauben und diesen Frühling ein paar Mal häufiger tragen. Für mich persönlich ist es ein absoluter Klassiker und ich glaube, das ist direkt schon der erste, den ich auf die S-Tier setze, weil für mich hat Le Male, es ist einfach so eine tolle, legendäre DNA, die sofort mit dieser Lavendelnote, mit diesem frischen, mit der Tonkabohne da drin, das ist einfach sofort da. Ich finde die ganz toll und ich kann persönlich auch nur sagen, falls du Le Male nicht kennen solltest, was ich nicht glaube, weil den kennen, also andersrum, du kennst Le Male, du weißt eventuell noch nicht, wie der riecht, teste den, dann weißt du, worüber ich rede, denn Le Male ist wirklich einfach ein grandioser Duft. Der nächste, das ist wirklich auch ein grandioser Duft, das ist nämlich der meistverkaufte Duft der ganzen Welt, das ist nämlich das Acqua di Gio. Bei Acqua di Gio finde ich ganz toll, dass er einfach immer tragbar ist. Und noch ein bisschen im Gegensatz zu den anderen Düften auf der Liste, also im Vergleich zu allen, ist es, glaube ich, der am einfachst zu tragendste Duft, weil er einfach irgendwie immer geht. Es ist halt am Ende, das muss man auch dazu sagen, der meistverkaufte Duft, weil er halt relativ austauschbar ist. Ich würde ihn für mich persönlich auf die B-Kategorie setzen. Gutes Mittelfeld ist ein guter Duft, den du dir kaufen kannst. Ich finde ihn aber ein bisschen teuer für das, was er ist. Er kostet ja so meist etwa 70 Euro für die 75 ml. Das ist schon relativ teuer. Und er ist halt nichts Besonderes, sage ich mal. Er ist gut, aber nichts Besonderes. Fahrenheit ist, glaube ich, ein Ding, was sehr besonders ist. Ich habe meinen ja erst vor kurzem verkauft. Jetzt nicht unbedingt, weil ich ihn schlecht finde, aber einfach, weil ich ihn zu selten erwähne und selber habe ich ihn, glaube ich, einmal getragen zum Testen und seitdem nicht mehr. Ich glaube, Fahrenheit ist auch so ein Ding, da tendiere ich, ja, also persönlich würde ich natürlich hier irgendwo zur CD tendieren. So. Aber natürlich ist das hier nicht nur ein subjektives Video, sondern ich versuche so ein bisschen Objektivität reinzubekommen. Und ich muss, glaube ich, irgendwo zwischen A und B tendieren. Ich glaube, so die Mischung aus subjektiv und objektiv wäre am besten das B. Ich weiß, der Duft hat viele Liebhaber. Er ist halt sehr speziell, sehr ölig, gasig, ledrig, maskulin, sehr besonders, sage ich einfach mal. Und es ist auf jeden Fall kein Blind Buy. Und ich glaube, wenn man ihn liebt,
dann liebt man ihn, dann ist das der einzige Duft, den man braucht. Wenn man ihn nicht liebt, kann man ihn nicht riechen. Das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, die beiden Pole, die da aufeinander stoßen, sage ich mal. Deswegen Fahrenheit, ein guter B-Platz, sage ich mal. Allure Homme Sport ist für mich auch ein toller Duft, den ich auch super, super häufig empfehle. Ich muss ihn direkt auf die Art hier packen. Im Vergleich zum Acqua di Gio hat er ein bisschen mehr Puder mit drin, hält besser, ist, ich will sagen, einzigartiger. Er hat so ein bisschen diesen einzigartigeren Touch und er wirkt ein bisschen hochwertiger irgendwie. Ich kann das wieder in Worte fassen, beides sind eigentlich relativ simple Zitrusdüfte. Man muss aber auch sagen, dass der Allure Homme Sport ein bisschen günstiger ist. Nicht wirklich im Preis, aber die Menge, also auf den ML runtergerechnet, ist er günstiger. Ich glaube, den Acqua di Gio gibt es, gibt es den 100 ml? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, nur 75 und 125. Ist ja auch egal. Jedenfalls Allure Homme Sport auch für mich ein ganz toller Duft. Der nächste, der Boss Bottled. Ich empfehle ihn ja ganz gerne mal, gerade jetzt so auch im Frühling, Sommer, auch für den Preis. Er kostet ja etwa nur 40 Euro. Ihn trifft so ein bisschen dasselbe wie Acqua di Gio. Er ist halt sehr austauschbar irgendwie. Er ist halt einfach angenehm, gut zu tragen, aber halt auch nicht mehr. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Verhängnis von ihm. Natürlich Popularität ganz weit oben, aber ist es halt irgendwie. Ne, da fehlt so ein bisschen der Twist irgendwie. Den One Million muss ich ganz hingegen sagen. Das ist ein Duft, der für mich auch auf die A-Kategorie passt. Ich weiß, viele sind schon ein bisschen überdrüssig an dem Duft. Das liegt, glaube ich, daran, dass er so viel, so lange getragen wurde. Wenn man sich diese Duftdärne aber mal ganz neutral anschaut und sich mal ein bisschen Zeit nimmt, den zu riechen und diese ganzen Vorurteile mit irgendwie junge Leute und Party und irgendwie Ausgehduft und auf jedem Schulhof riecht es danach, wenn man das mal so ein bisschen auf Seite lässt, merkt man auf einmal, wie geil und hochwertig der Duft eigentlich riecht. Denn natürlich, es ist eine Paco Rabanne DNA, aber ich finde, er ist halt nicht wirklich synthetisch. Er ist nicht wirklich billig und er ist nicht wirklich irgendwie, ja, er ist stark, ist intensiv, aber er ist halt nicht unangenehm irgendwie. Und das finde ich an dem One Million sehr gut. Und ich glaube, hätte auch ein Nischenhaus, wir haben es ja jetzt mit dem Xerjoff Sketchbook gesehen, für 300 € quasi derselbe Duft in ein bisschen weniger haltbar, ein bisschen weniger Beast Mode, sage ich mal. Und auf einmal geht er auch für 300 € weg, ne? Also One Million ist keine schlechte DNA, das möchte ich wirklich immer nur hervorstellen. Ist wirklich ein guter, guter Duft. Der nächste, das ist der Polo. Ich glaube, man liest ihn auch ab und an als Polo Green online, aber es ist eigentlich der Polo Eau de Toilette von Ralph Lauren. Und ich finde auch, dass dieser Duft, ich habe ihn mittlerweile viel zu selten erwähnt, ich glaube ein, zweimal vielleicht Maximum, ist auch ein guter Duft. Ich packe ihn auch mal hier nur auf die B-Tier. Er wurde vor kurzem reformuliert. Viele haben sich daran gestört, dass er mittlerweile nicht mehr ganz so grün ist, sondern ein bisschen mehr, ich sag mal, ins Trockene, ins Kratzige, Rauchige übergeht. Und ich muss mir auf jeden Fall auch mal diesen Polo Green zulegen, weil ich weiß, dass er sehr viele Fans hat. Und es auch ein Duft ist, den man sehr gut einfach tragen kann. Deswegen auch genau in derselben Kategorie wie Boss Bottled oder zum Beispiel auch der Acqua di Gio, weil er einfach gut tragbar ist, einfach tragbar ist, relativ zeitlos ist, natürlich ein bisschen konservativ wirkt, aber auf jeden Fall immer noch eine tragbare DNA ist, obwohl er in den 70ern rausgekommen ist. Ein absolutes Meisterwerk. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie lang drüber reden. La Nuit de l'Homme. Ja, das ist einfach ein genialer Duft. Punkt. Ich glaube, jeder, der ihn gerochen hat, wird gemerkt haben, dass es auf dem Markt nichts gibt, was irgendwie ähnlich riecht. Kardamom ist eine relativ häufige Duft-DNA. So wie sie aber in La Nuit de l'Homme umgesetzt ist, riecht man das nirgendwo. Einfach anziehend, warm, super angenehm, toll zum Ausgehen. Und das Einzige, was immer hier so ein bisschen das Manko ist, ist die Haltbarkeit. Aber ganz ehrlich, dann nehmen die halt mit oder so und dann sprühe einfach nach. Toller Duft. Ich liebe diese DNA einfach. Es ist einfach ein grandioser Duft. Der nächste ist ebenfalls ein grandioser Duft. Jetzt, wenn ich so spontan hier vorstehe, fällt es mir wirklich schwer, irgendwie den in eine Kategorie zu packen. Also S oder A natürlich sowieso nur. Ich glaube, ich würde ihn in die A-Kategorie packen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass er mittlerweile einfach schon so bekannt ist, so viel getragen ist, dass ihm auch so ein bisschen das zum Verhängnis wird und man sagen könnte, viele tragen den. Er lohnt sich aber immer noch, Leute, ne? Er lohnt sich auf jeden Fall. Auf der einen Seite ist die DNA sehr einfach. Deswegen ist es jetzt kein S-Duft, also ein Meilensteinduft, aber er ist schon ein Meilensteinduft, weil er hat diese blaue Ambroxan-DNA irgendwie erschaffen. Das ist halt so ein bisschen gerade, was mir wirklich irgendwie schwer tut, zwischen S und A. Weil ich liebe den Duft, ich finde den toll, wirklich, man kann nichts Schlechtes über den Duft sagen. Und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen die strittigste Platzierung irgendwie auf der ganzen Liste, den Fleur de Chanel nur auf dem zweiten Platz so gesehen zu platzieren und nicht auf dem ersten. Auf dem ersten ist aber der nächste auf jeden Fall, das ist nämlich der Creed Aventus. Nicht ohne Grund, ich habe einen Dekanter davon. Ich habe mir jetzt vor kurzem auch ein 2014er Batch davon bestellt, also Video Incoming auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch mal wirklich vor, ein Video genau zu dem Thema zu machen, um zu schauen, was steckt eigentlich hinter diesem Vintage-Vibe von Aventus hinter. War der eigentlich mal wirklich besser? Ich glaube, mit dem 2014er
Welt kann man das sehr gut beantworten, ob der mal besser war. Ich teste auch noch ein paar andere. Falls jemand noch einen älteren Batch hat, gerne mal in die Kommentare schreiben, gerne auch auf Instagram oder Parfumo. Instagram ist immer schwierig, da gucke ich persönlich nicht so oft rein. Parfumo am besten, weil es ist echt schwierig, alte Aventus zu finden. Also jetzt nicht volle Flakons, Proben davon, ne, ganz klar. Wirklich schwierig, aber ich bin auf jeden Fall auf der Suche. Nichtsdestotrotz, Aventus, eine legendäre DNA. Es hat dem Dufthaus Creed Milliarden eingebracht und ich glaube, das ist eine DNA, die hat es sehr weit in den Mainstream geschafft. Nicht ohne Grund eine der meistverkauften Düfte auf der Welt. Das ist, obwohl es eben nur ein Nischenduft ist und kein typischer Designerduft. Der nächste ist ebenfalls ein grandioser Duft für mich. Also ebenfalls ein Duft erster Kategorie. Das ist nämlich der Dior Homme Intense. Du hast direkt gesehen, ich habe es direkt hochgezogen. Weil das ist für mich gar keine Frage. Das ist eine legendäre DNA. Sehr zeitlos, elegant, maskulin, toll für den Alltag. Und dieser Duft hat so viele Qualitäten, ist der beste aus dieser Dior Homme-Reihe, glaube ich. Es gab ja mal diese alte Dior Homme-Reihe, wo alle diesen leichten Iris-Touch mit drin hatten. Mittlerweile muss man tatsächlich sagen, dass die anderen eher zitrig leicht geworden sind, also Sport und der Originale. Dior Homme Intense ist so gesehen der einzige Originale, der noch übergeblieben ist und für mich ein absoluter Klassiker, ein ganz toller Duft. Der Versace Eros heute auf dem, ja, ich weiß noch gar nicht genau auf welchem Platz. Ich würde mal sagen, tatsächlich würde ich ihn in die B-Kategorie packen. Ich finde die DNA gut. Ich mag den wirklich sehr. Ich habe nicht ohne Grund EDT, EDP und das Parfum hier rumstehen. Ich muss aber sagen, ich rieche mittlerweile so ein bisschen die Vanille-Tonka-Synthetik damit raus. Das ging am Anfang nicht so, aber ich habe mittlerweile irgendwie, irgendwas hat in meinem Kopf so Klick gemacht, dass ich davon nicht mehr so verzaubert werde, wie es am Anfang war. Und ich glaube, das geht vielen Leuten auch so. Es ist jetzt nicht die originellste DNA, die man irgendwie haben kann. Es ist ein schöner Duft auf jeden Fall. Aber ich glaube, in der B-Kategorie ist er sehr gut aufgehoben. Guter Duft, der sehr stabil ist, der jetzt aber nichts mehr Besonderes ist. Der nächste Duft, das ist der Invictus. Das ist ein süßlicher, aquatischer Duft. Ich habe ihn auch hier oben irgendwo stehen. Für mich ist das, glaube ich, der erste Duft, den ich in die C-Kategorie packen muss. Ihr wisst, aquatische Düfte sind nicht so meins. Ich finde auch die Kombination Aquatik und Süß nicht das Beste irgendwie. Und ich muss auch für mich wirklich sagen, also ich komme auf diesen Invictus irgendwie nicht so ganz klar. Ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum man ihn heute auch kaum mehr riecht, obwohl er eigentlich mal der neue große Wurf von Paco Rabanne war. Also nach dem One Million haben den ja wirklich sehr viele getragen. Ist er untergegangen und ich glaube, das hat einfach den Grund, dass die Marketingkampagnen einfach nicht mehr ziehen, weil der Duft einfach, ich will nicht sagen, nicht gut ist. Er hat schon seine Qualitäten, aber ich glaube, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis bald keine Invictus-Flanker mehr rauskommen. Und ich glaube, dass auch jeder Duft so seine Zeit hat. Und bei dem Invictus muss man wirklich sagen, dass ich für mich persönlich glaube, dass die Zeit vorbei ist und dass man heute auch sehr, sehr gute Alternativen findet, die eine modernere DNA haben, günstiger sind und das gleiche tun. Der nächste, das ist der Spice Bomb Extreme, auch einer der meistverkauften Düfte, die es aktuell auf dem Markt gibt. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerig irgendwie, aber ich finde den gar nicht mal so krass. Es ist halt eine Zimt-Explosion, eine Gewürz-Zimt-Explosion. Ich packe ihn mal auf die Platzierung B, gutes Mittelfeld. Ich glaube, das Einzige, was ihn wirklich besonders macht, ist die extrem starke Sillage und die extrem gute Haltbarkeit. Und wäre das nicht da, wäre der auch bei weitem nicht so beliebt. Und er ist nicht schlecht, aber er ist jetzt für mich auch nicht, also ich habe mittlerweile viel gerochen, um zu sehen, dass es nichts mehr Besonderes in dem Sinne ist oder dass die DNA so besonders ist. Es gibt viel, ihn zeichnet einfach nur die Preis-Leistung und die starke Intensität aus für mich und deswegen gutes Mittelfeld, aber auch nicht mehr. Das nächste, das ist der Narciso Rodriguez Pleu Noir, hier in der Eau de Toilette Variante und für mich ist das Haus Narciso Rodriguez das Moschushaus überhaupt. Ich finde, die machen die besten Moschusdüfte. Man muss hier leider sagen, dass das Eau de Toilette nicht das Beste ist. Ich glaube, ich packe das auch mal in die C-Kategorie. Ich habe hier unten, ich zeige es einfach mal ganz schnell, das ist das Eau de Toilette Extrem. Das ist eine ganz tolle Alternative dazu, kostet quasi genauso viel und ist einfach, ich will nicht sagen besser, beide haben ihre Qualitäten, aber ich würde eher den empfehlen über das Originale. Auf jeden Fall auch ein stabiler Duft, das kann man auf jeden Fall machen. Hier auf jeden Fall der Platz einfach, weil das Dufthaus selber die besseren Alternativen schon in der eigenen Linie hat und zum selben Preis, warum da also zu dem
schlechteren, in Anführungszeichen, greifen. Sauvage, ihr seht es schon, das ist ein Duft, bei dem man einfach nur sagen kann, das hat ebenfalls wie der blöde Chanel eine ganze Kategorie, sage ich mal, an Düften aufgemacht. Auf jeden Fall in die A-Kategorie. Ich würde nicht sagen, dass es ein S-Duft ist. Ich glaube, dafür ist er mir noch zu generisch, zu wenig einzigartig irgendwo. Aber auf jeden Fall ein ganz toller Duft, den ich ebenfalls auch sehr empfehlen kann, falls du ja einfach einen safen Alltagsduft haben möchtest. Preis, Leistung ist halt, ich sag mal, es gibt bessere Düfte für einen Preis, aber ey, nimm Dior Sauvage und du bist halt safe so. Und das ist halt, glaube ich, so die Qualität von dem ganzen Ding. The One von Dolce & Gabbana, das ist auch ein Duft, mit dem du sehr safe sein wirst. Ich persönlich muss sagen, dass ich das Eau de Toilette mehr mag. Deswegen landet er nur in der B-Kategorie. Gäbe es das Eau de Toilette nicht, würde ich ihn in die A-Kategorie packen. Vielleicht nicht mehr ganz so einzigartig. Ja, wobei, ich erwische mich gerade selber, wie ich mich selber widerlege. Ich glaube, er muss in die A-Kategorie. Ja, er muss in die A-Kategorie. Ich persönlich finde das Eau de Toilette besser, aber das Eau de Parfum ist einzigartiger und eigentlich mehr zu empfehlen. Das muss man schon sagen. Ja, live widerlegt, das ist Wissenschaft. Nein, das ist jetzt nicht. Quatsch. Weiter geht's zu einem ebenfalls mega guten Duft. Das ist nämlich der Prada L'Homme in der Eau de Toilette Konzentration. Ich überlege gerade, du siehst schon, ich warte einen Moment, wohin bewege ich den? Ich glaube, ich muss ihn in die S-Kategorie ziehen. Das ist ein Duft, den ich immer noch wirklich uneingeschränkt empfehlen kann. Punkt. Den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ebenfalls, wie anderen aus der S-Kategorie, sind es alles eigentlich Blind Buys. Bei Creed Aventus natürlich der Preis, das ist immer die einzige Abschreckung da. Aber ansonsten würde ich sagen, bei S kannst du dir alles auf jeden Fall bisher blind kaufen. Und bei A eigentlich auch. Ja, selbst bei B kannst du dir alles blind kaufen. Das sind die meistverkauften Düfte der Welt. Wir reden schon gerade von der Kirche auf der Torte und da nochmal irgendwie, welche Stelle ist jetzt am rötesten und hat am wenigsten Kratzer. Ne? Der letzte Kratzer, hoffentlich kein Kratzer, nein, das ist der Luna Rossa Carben. Luna Rossa Carben ist ja bekannt geworden als einer der besten Dior Sauvage Klone. Für mich würde ich sogar schon sagen, dass er fast besser als Dior Sauvage ist. Ich packe ihn deswegen einfach mal ebenfalls wie Dior Sauvage in die A-Kategorie. Wobei ich finde ihn besser als Dior Sauvage. Ihr seht schon gerade mein Dilemma. Ich glaube, ich muss Dior Sauvage auf B packen. Ich glaube, ich muss ihn auf B packen, einfach weil der Luna Rossa Carben, die Preis-Leistung ist besser, weil er günstiger ist. Er ist nicht ganz so intensiv, dafür ist er interessanter. Ich finde ihn interessanter und hochwertiger. Er ist metallischer auf der einen Seite und ist ausgewogener. Und ich finde, die Duftkomposition von dem Luna Rossa Carben ist besser. Deswegen Dior Sauvage gerade auf die B gewandert. Ja, du siehst, es hat sich gerade sehr viel bewegt, während wir das Ganze besprochen haben. Tatsächlich keiner, der wirklich auf der D-Kategorie ist, der wirklich schlecht ist, wo ich wirklich sagen würde, ich warne dich, ich meine selbst Invictus, wo ich gesagt habe, halt stopp, ne, würde ich nicht empfehlen. Den kannst du immer noch kaufen, das ist kein schlechter Duft. Es gibt ja einen Grund, warum er mal einer der meistverkauften Düfte oder immer noch einer der meistverkauften Düfte auf der Welt ist. Schreib du mal wirklich gerne deine Kommentare, deine Meinung in die Kommentare. Und natürlich auch, was du von den Düften hältst und vielleicht auch, was du anders gemacht hättest. Vielleicht sagst du auch, hey, Paco Rabanne ist irgendwie meine DNA, das gehört in die S-Tier. Oder vielleicht, hey, Creed Aventus, das ist total langweilig, ab auf den Platz D. Schreib es gerne in die Kommentare. Danke dir fürs Zuschauen, like das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.